Hi, ich bin der Luis. Hi, ich bin der Mohamed Ali. Wir sind hier in der Bauerinnung Nördlingen, dem Leistungszentrum für die Stahlbetonbauer und trainieren hier für die WorldSkills in Lyon, die Weltmeisterschaft der Berufe. Ali, wie habt ihr euch bisher auf die WorldSkills-Meisterschaften in Lyon vorbereitet? Wir trainieren verschiedene Wandstärken, verschiedene Wandhöhen, verschiedene Wandwinkel und machen eigentlich so alles, was man so auf der Baustelle macht oder was so die letzten Turniere, sage ich jetzt mal, dran kamen. Was war denn deine persönliche Motivation, an dem Wettbewerb teilzunehmen? Ich wollte es mir auch einfach selber zeigen, was möglich ist, wie genau man arbeiten kann, dass Handwerk wirklich Leistung ist und dass es nicht eben mal so passiert. Ich denke mal, dass ich persönlich so zeigen will anderen Menschen, was so meine Leistung ist, sage ich jetzt mal, wie präzise ich arbeiten kann und das natürlich auch so meiner Familie und meinem Betrieb zeigen kann. Ihr seid heute nicht das erste Mal in Nördlingen. Wie oft habt ihr euch schon für den Wettbewerb vorbereitet? Wie läuft das Training? Also mit dem Qualifikationstraining, sage ich mal, das ist jetzt die 5. Trainingswoche. Bisher läuft es wirklich sehr gut. Wir sind halt noch im Ungewissen, so was wirklich drankommt. Wir üben jetzt einfach, was die Möglichkeiten sind, was alles passieren kann. Welche Erwartungen hast du an die Meisterschaft in Lyon? Ich denke mal, dass ich oder unser Team, sage ich jetzt mal, die Erwartung hat auf jeden Fall auf eine Medaille. Und natürlich schön wäre Gold, Minimum Silber. Also Ziel ist natürlich, wie ich glaube, in jeder Mannschaft, dass man Gold gewinnen will. Aber ich glaube, allein auch die Erfahrung, da an so einem Wettbewerb schon teilnehmen zu dürfen, ist schon eine große Ehre. Wie bist du zum Beruf Beton- und Stahlbetonbauer gekommen? Das war eigentlich so relativ zufällig, sage ich jetzt mal. Das war eigentlich gar nicht so ganz meine Entscheidung. Da habe ich mich, ich wollte eigentlich Maurer werden, habe mich auch als Maurer bei meiner Firma beworben. Und dann in meinem Vorstellungsgespräch hat dann meine Firma gesagt, dass die Firma keine Maurer mehr ausbildet, nur noch Stahlbetonbauer. Und dann habe ich auch gesagt, ja, kein Problem, das mache ich. Und jetzt stehe ich hier, genau. Was macht dir am meisten Spaß im Stahlbetonbau? Schon das Betonieren. Also es gibt viele Punkte, die Spaß machen, Schallen, aber den meisten Spaß dann trotzdem beim Betonieren, wenn man dann am Ende doch sieht, wie sauber hat man gearbeitet, wie gut hat man betoniert, was hat man aus dem Beton gemacht und dann trotzdem am Ende sieht, was man als aus Beton machen kann. Ali, kannst du Französisch? Also ein bisschen grundlegende Sachen, Croissant, Baguette, Kaffee.